Im letzten Video ist es ja darum gegangen, ein Fenster zu öffnen, und da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder öffnen direkt in der View oder über das View Model. Und ja, da kam dann die Frage, dass eben einige Entwickler bevorzugen, das im View Model zu öffnen. Und dadurch, da spricht eigentlich auch nichts dagegen. Allerdings schauen wir uns mal die Pro und Contra der zwei Varianten an. Wie sieht es aus, wenn wir das Fenster direkt übers View-Model öffnen? Das ist natürlich einfacher. Der Code ist kürzer, das haben wir im Video gesehen. Link in der Beschreibung. Allerdings hat es auch einen entsprechenden Vorteil, wenn wir das Fenster direkt aus der View heraus öffnen und sozusagen im View-Model nur das Event oder mit Delegates das lösen. Und zwar das View-Model und die View, die bleiben unabhängig voneinander. Und wenn wir es nämlich direkt öffnen, dann würden wir in diesem Moment, durch dem, dass wir das neue Objekt erzeugen, diese sozusagen ja, miteinander verheiraten. Wenn wir es nicht verheiraten und die unabhängig bleiben, bleibt das View-Model auch automatisiert testbar. Das heißt, ich kann Unit-Tests machen. Die Idee vom View-Model ist ja, dass wir hier nur Logik haben, die von der UI unabhängig ist. Wenn wir das Fenster öffnen, haben wir diese Abhängigkeit zum UI fix im Code. Und wenn wir zum Beispiel die View als modalen Dialog öffnen würden, dann können wir es auch nicht Unit testen, denn wir müssen eine User-Eingabe machen. Wir müssen ja OK drücken, den Dialog schließen, und das kann der Unit-Test im Allgemeinen mal nicht gewährleisten. Und was auch ein Vorteil ist, wenn wir die View und das View-Model unabhängig voneinander haben, ist, das View-Model bleibt. Kann auch in anderen Projekten unter Umständen wiederverwendet werden. Wie zum Beispiel könnte ich das gleiche View-Model verwenden für eine Webanwendung, wenn der Code dann migriert wird. Auf eine andere Technologie, die halt auch .NET ist und auch mit MVVM umgehen kann, aber eben nicht XAML ist, nicht WPF ist. Ja, aber natürlich spricht groß dagegen, es ist mehr Aufwand, und das andere ist einfach einfacher. Sauberer ist es eben, Hardcore MVVM zu machen und dann quasi über Events zu arbeiten, beziehungsweise über Delegates zu arbeiten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage und ja, hilft bei der einen oder anderen Diskussion, wo soll man was eigentlich machen. Die Idee vom View-Model ist immer, da darf nur Logik drin sein, die ich auch Unit testen kann. Alles, was dagegen spricht, gehört nicht in das View-Model. Es gibt auch ein anderes Video zum Thema View versus View Model oder View Logic versus View Model. Vielleicht auch mal reinschauen. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat die Frage beantwortet und viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.